Einen wunderschönen guten Abend. Ja, man hört es an meiner Stimme, ich habe gerade was Lustiges. Ja, ich habe heute von einem meiner Design-Team-Engel eine Post im Briefkasten gehabt. Ich wollte ja eigentlich nicht nur das Rosane zeigen, sondern eigentlich das hübsche Motiv, was sie mir da also auf der Karte dann eben halt mitschickt. So dachte ich jedenfalls und habe dann eben schon geguckt und musste gleich lachen. Also, ich zeig's euch. Tada! Ich fand das so drollig. Das ist sowas von niedlich. Ich danke dir, liebe Melissa. Einfach cool. Also, ich gebe das jetzt lediglich nur in stichpunktartigen Worten wieder. Ihr merkt, ich bin total gerührt. Fehlen mir schon echt die Worte. Sie bedankt sich letztendlich, dass sie in meinem Team sein darf und dass sie so viele schöne Dinge kennenlernt. Und ja, alles andere sind private Worte, die möchte ich für mich behalten, weil ja. Muss eben halt auch sein. Aber das ist eine total geniale Idee. Ich habe das schon bei Mona gesehen. Die hat nämlich eine ähnliche Karte gekriegt. Ey, total cool. Ich sag ja, ich habe das beste Team ever. Das habe ich den Mädels heute schon mitgeteilt per WhatsApp. Also alle sieben sind ist echt genial. Und ab und zu wird es auch einen Monats-Gastdesigner geben. So, und dann hat sie mir noch mein Lieblingstier mit reingepackt in Form von kleinen Embellishments. Ach Gott, ist das süß. Hier ein in Blau mit weißen Streifen drinne. Also guckt euch das an. Ist das nicht niedlich? Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich werde die auch erstmal wieder in den Sack reinmachen. Denn der eine oder andere weiß ja, dass ich hier in einem Riesenumbau gewesen bin. Also was heißt gewesen? Ich bin es immer noch. Ihr glaubt gar nicht. Also was ich jetzt hier in der letzten Woche bewegt habe, ist Wahnsinn, weil ich habe wirklich meine Wohnung einmal auf den Kopf gestellt, auf Deutsch gesagt. Bis auf die Küche, die wird aber auch noch drankommen. Und das Badezimmer, also das Badezimmer bleibt so, wie es war. Es wird dann lediglich irgendwann mal wieder aufgeräumt. Aber ansonsten habe ich wirklich alles, ja, auf den Kopf gestellt. Und jetzt geht's aber erstmal mit dem Kreativfalter weiter. So, das lege ich mal hier so an die Seite. Ich hoffe, mit den Lichtverhältnissen und so, das geht alles. Das ist nämlich momentan noch ein provisorischer Aufbau, aber ich wollte euch nicht noch länger warten lassen. Ich habe wirklich mir die Mühe gegeben, dass die Arbeitsfläche, also die Arbeitsmaterialien, die ich brauche, um euch bedienen zu können, ganz schnell wieder angeschlossen sind und das habe ich hinbekommen. Also der Betrieb an sich, der läuft ganz normal jetzt wieder weiter. Alles andere kann ich Stück für Stück machen, aber ich kann schneiden und das zeige ich euch auch gleich. So, ihr Lieben, das ist das nächste Set, was es im Shop zu kaufen geben wird. Das ist Babyboy Spielzeug. Also Baby, Junge, Spielzeugset, weil dem einen oder anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein. Meine Namen sind alle deutsch. Ich habe da nicht ein englisches Wort drinne. Ich werde das auch nach wie vor so weiterhin handhaben, dass das wirklich, klar, in dem Set ist jetzt Babyboy drinne, aber darauf habe ich ja keinen Einfluss. Was ich noch sagen wollte, es sind auch wieder gespiegelte Teile drinne. Dieses ganze Set besteht aus 53 Teilen und ist natürlich prädestiniert für ein Babyalbum. Dieses Set wird auf ein 200er, 250 Gramm Karton geschnitten und in Weiß, weil cremefarbenen habe ich in der Grammatur noch nicht bekommen. Das wird irgendwann dann aktualisiert, dann wird es dann eben halt auch in Creme geben, obwohl das hier jetzt nicht so wirklich auffällt, weil durch dieses Gelb-Orange wirkt es schon fast so ein bisschen cremefarben. Aber je nachdem, wo man es eben halt aufklebt. Ja, wenn man das hier hinhält, sieht man schon, dass es eben halt weiß ist. Also jetzt hier so wirkt es so ein bisschen cremefarben. Legt man es auf den weißen Untergrund, sieht es auch wirklich weiß aus.
Ihr werdet wahrscheinlich vielleicht schon gesehen haben, dass das Herz und die Sterne keinen Rand haben. Das liegt daran, dass ich in meinen Schnitteinstellungen einen Fehler gemacht habe. Wenn ihr dieses Set erwerben tut, dann habt ihr natürlich bei den Herzen und bei den Sternen auch einen Rand. Diese Herzen und Sterne gibt es jeweils sechsmal. Ja, auf dem Produktbild im Shop dann steht auch hier sechsmal, sowohl auf dem Stern wie auch auf dem Herz, weil es platztechnisch nicht funktioniert hätte, alle 12 Elemente oder 10 weitere Elemente noch zu verteilen. Das hätte sonst alles ein bisschen gequetscht ausgesehen und das wollte ich nicht. Ja, mehr gibt es eigentlich zu diesem Set nicht zu sagen. Ich hoffe, dass ich damit euren Geschmack treffe und ihr ja damit ganz viele Alben oder Grußkarten eben halt herstellt. Mich würde es auch freuen, wenn dann vielleicht mal der eine oder andere vielleicht Lust hat, mit seinem Copyright mir aus den Standsteilsets, die er bei mir erworben hat, ein Foto gerne schickt. Immer bitte im quadratischen Format, weil dann kann ich das eben halt zu dem Produkt bei den Fotos als Beispielfoto mit einfügen. Aber das ist eine Kann-Sache. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr das möchtet. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen drüber. So, und dann gehen wir mal gleich zum nächsten Set. So, hier zeige ich euch das Rahmenset Rosengold. Das höchste hat ein Maß von 8,1 cm. Das wäre dann Sekunde, dieses quadratische hier. Und das kleinste ist mit 6,8 Höhe und das ist jetzt hier dieser runde Kreis. Ich gebe ja immer nur die Höhe an. Klar, wenn ich das jetzt so lang aufklebe, ist es natürlich, hat es natürlich eine andere Höhe. Die Höhe dient wirklich nur so ein bisschen als Orientierung für euch, damit ihr eben halt wisst, was ihr für eine Größe ungefähr da eben halt kaufen werdet. Ja, das ist ein sechsteiliges Rahmenset mit hübschen, eleganten Rosen. Zu diesem Set werde ich immer das Inlay mit dazugeben. Ja, also wenn ihr das kauft, dann bekommt ihr auch immer das Inlay mit dazu. Das wird jetzt hier irgendwie das Falsche sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo dieses Inlay reinkommt. Ich bin ein bisschen gaga. Ja. Aber das liegt wahrscheinlich auch an den Temperaturen, denn es ist verdammt heiß. Wo kommt denn das jetzt her? Bin ich denn Jeck oder was? Das ist ja wie Puzzle spielen. Da habe ich ja jetzt gar keinen Nerv für. So, doch, hier. Ich sage, ich habe es noch nicht verlernt. So, das kommt mit rein. So hat man die Möglichkeit, entweder den Rahmen ein bisschen erhöht aufzusetzen oder dieses Innenleben könnte man auch ein bisschen erhöht aufkleben. Ja, und deswegen packe ich euch die eben halt dann mit rein. So, bei diesem Set bleibt es aber nicht. Ich habe mir gedacht, der eine oder andere möchte es nicht getrennt haben. Und darum habe ich, Sekunde, wo ist es? Ah, hier. Und darum habe ich ein weiteres Set mit dem gleichen Motiv gemacht, wo das Innere nicht mit ausgestanzt wird. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, gleich auf dem Die-Cut eben halt auf dem Stanzteil, siehst du, benutze ich doch ein englisches Wort, aber manchmal bleibt es eben halt dann doch nicht aus. Jedenfalls habt ihr dann gleich die Möglichkeit, hier reinzustempeln. Ja, also zwei Sets in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Und das eine heißt Rosengold. Schilder und das andere heißt Rosengold, also Rahmen Rosengold und irgendwie Schilder. Ich habe jetzt hier nämlich einen Ausdruck vergessen zu machen, aber ja, ich denke mal, ihr werdet das ja dann sehen im Shop. So, dann haben wir noch ein Erweiterungsset zu den Schulwichteln. Da gibt es, nicht wundern, das ist mein erster Schnitt gewesen, der ist auf sehr leichten, also auf 200er. 200 Gramm Karton oder Papier oder wie man es auch nennen möchte, geschnitten. Und das ist das Wichtelset 2. Auch hier hat man dann immer wieder mal die gespiegelten mit bei. Da, wo es eben halt auch Sinn gemacht hat, das macht es ja nicht immer.
Den hier zum Beispiel, den brauche ich nicht spiegeln, weil, ja, und den hier auch nicht, weil der guckt gerade. Aber bei denen macht es zum Beispiel Sinn und bei denen macht es Sinn und bei den dreien mit den Büchern machte das im Set keinen Sinn. Und deswegen habt ihr hier ein Set mit 15 Teilen. Das größte hat eine Höhe von 7,9, also die sind alle 7,9 cm hoch. Das habe ich einheitlich gemacht, dass ihr da eben halt ja, Bescheid wisst. Jo, das wäre das. Ja, und dann habe ich mir noch was anderes ausgedacht. Für die, die auch ganz gerne mal selber was zuschneiden wollen, gibt es, das ist die erste Serie, das sind Lesezeichen. Oder aber eben halt, ja, für die Junk Journaler zum Reinlegen. Das hat ein Watercolor Lock, das heißt Träume Nummer 1. Davon wird es mehrere geben. Das ist jetzt ein A4-Bogen mit 5 Teilen. Die Teile selber sind 18 cm hoch und 5 cm breit. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses erste Design gefallen tut. Ich muss jetzt noch mal ein paar organisatorische Sachen loswerden. Es wird jetzt in Zukunft alle 14 Tage auf dem Freitag ein Shop-Update von mir geben. Damit ich euch eben halt nach wie vor gute Produkte eben halt bieten kann. Wie viele es geben wird, also 5 wird es mindestens immer geben. Ob es mehr sein wird, das wird eben halt zeigen, wie gut ich vorankomme. Aber ich muss eben halt auch noch ein paar andere Dinge machen. Und ja, ich denke mal, das ist für alle eben halt ganz gut gelöst, weil sonst wird es auch irgendwann für euch langweilig. Wenn ich jeden Freitag, ich möchte ja auch noch andere Videos machen, euch noch andere Dinge zeigen. Und von da habe ich mich dazu entschlossen, das in solch einem Rhythmus in Zukunft zu machen. So, meine Lieben, dann sind wir wieder durch. Ich hoffe, ich habe euren Geschmack wieder getroffen. Und wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr bestimmte Dinge sucht, dann schreibt mich doch an oder schreibt es mir in die Kommentare rein. Dadurch, dass ich auf ganz vielen Grafikportalen unterwegs bin, wo ich eben halt mein Material einkaufe, um es dann für euch aufzubereiten, um dann eben halt Stanzteile oder Druckbögen draus zu kreieren, ist da mein Pool an Möglichkeiten sehr, sehr groß. Wenn ihr auch Wunschvorstellungen habt von einem anderen Papier, ein dünneres oder sowas, ihr könnt mir das alles mitteilen. Da bin ich sehr, sehr offen. Ja, und ansonsten verbleibe ich eigentlich mit den herzlichsten Grüßen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die neue Roomtour kommt. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass ich seit letzter Woche, und das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, ich bin erst seit einer Woche dabei, also morgen. Ich meine doch, nee, seit anderthalb, also seit letzte Woche Montag. Warte mal, jetzt muss ich selber mal nachdenken. Jetzt nicht, seit letzte Woche Montag. Da war mein Tischler da, da hatte ich ein Gespräch. Und da haben wir ein paar Dinge besprochen. Und dann war klar, er kommt am Samstag. Und ich danke ihm vom Herzen. Er ist ein Goldschatz. Also wirklich, das war für mich die Rettung. Und ja, und seit letzte Woche Dienstag dann letztendlich bin ich am Räumen. Und die baulichen Maßnahmen sind jetzt am Samstag über die Bühne gegangen. Ich bin auch wieder einsatzfähig, wie man ja gesehen hat. Ich habe mich nämlich mit dem Wochentag vertan. Ich habe heute den ganzen Tag am Rechner gesessen und dieses Shop-Update schnell vorbereitet. Was heißt schnell? So zügig wie möglich eben halt. Die Geräte sind wieder einsatzbereit. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass das ganz schnell über die Bühne geht. Alles andere wird noch Zeit brauchen, weil ja, ich muss noch ein paar Möbel aufbauen, ich muss noch ein paar Möbel verschieben und ich bin aber, wie ihr wahrscheinlich anhand meiner Stimme hören tut, ich bin mega glücklich. Ihr könnt es euch wahrscheinlich gar nicht wirklich vorstellen. Ich habe das Gefühl, nach 5 Jahren, die ich jetzt in dieser Wohnung hier wohne, bin ich endlich angekommen. Es greift hier eins ins andere.
Es flutscht alles. Letzte Woche hat es geklappt, gleich, dass ich den Rigips besorgen konnte, den ich benötigt habe. Es war möglich, dass der angebracht werden konnte. Klar, ich muss noch spachteln und ich muss reichlich spachteln, weil ich bin mit der Bohrmaschine sehr schnell unterwegs, so viel kann ich sagen. Und dementsprechend sehen meine Wände teilweise auch aus. Aber ja, was nicht funktioniert, muss geändert werden. Das ist meine Devise. Und deswegen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, bitte, bitte lasst es mich wissen. Denn ich mache das ja nicht nur, weil ich Geld verdienen möchte. Und das sollte jedem klar sein. Ich möchte damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Sondern ich mache das auch, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die eben halt nicht so mit dem Kollegieren unterwegs sind oder die eben halt nicht so viele Stempel sich kaufen wollen. Und trotzdem ab und zu mal eine schöne Karte oder eine schöne Verpackung machen möchten. Oder auch mal ein Album basteln wollen. Und deswegen mache ich das, weil mir das wirklich eine Riesenfreude bereitet. Und das Feedback, was ich bis jetzt von euch bekommen habe. Ey Leute, ihr seid so Zucker. Ihr bestärkt mich. Ich danke auch allen, die unter meinen Videos von der Roomtour kommentiert haben. Aber ich bin wirklich bemüht, dass hier alles ganz schnell wieder an seinen Platz kommt und habe jetzt wirklich gerade keinen Nerv dafür, das zu beantworten. Ich habe überall, hoffe ich jedenfalls, ein Herz drunter gesetzt und ich hoffe, ihr habt ein Nachsehen. Es kommen wieder andere Zeiten, wo ich auch die Videos, die ich sehe, kommentieren werde. Wie gesagt, ein Like lasse ich immer da. Da könnt ihr euch sicher sein. Aber ja, mit unter anderem schlafe ich momentan sogar bei den Videos ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich drücke euch alle ganz dolle und wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Euer Kreativfalter.